Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part mit der Familie Rogers. Ja, mittlerweile schon Part 8 und wir sehen gerade Elisa und Will, wie sie sich ums Essen kümmern bzw. es auch schon wieder wegräumen. Denn Elisa ist jetzt mit dem Abwasch dran und erledigt ihn auch gleich mit dem Geschirrspüler zu Hilfe. Ja, mal schauen, ob sie das so hinkriegt oder ob sie irgendwas kaputt macht, man weiß es nicht. Will geht anscheinend draußen essen, so wie er gerade abgehauen ist. Und ja, die gute Katie müsste ja auch gleich auftauchen und natürlich auch noch was essen. Ja, ich habe soweit jetzt erstmal alle beschäftigt, bevor ich angefangen habe, jetzt aufzunehmen, so damit alle erstmal was zu tun haben und hier auch glücklich und zufrieden durch die Gegend spazieren können. Ja, danach könntest du eigentlich mal Gitarre spielen, meine Liebe. Das ist eigentlich gar keine so verkehrte Idee. So, Katie, wo bleibst du? Du machst noch die Toilette sauber, alles klar. Was ist da mit Ulla gewesen? Okay, Will, du kümmerst dich jetzt auch um Ulla. Du bist fertig mit Essen. Alles klar. Dann muss Elisa mal wieder deinen Teller wegräumen. Hoffentlich schafft sie das auch. Ja, okay, sie geht anscheinend gerade dorthin, wo du gegessen hast, wo immer das auch war. So, dann weggestellt. Siehst du, Elisa, dann kannst du auch gleich den Teller hier auch noch wegstellen. Obwohl, kann das Katie machen? Ja, Katie kann das eigentlich auch machen. Siehst du, dann kannst du noch draußen essen und den Teller wegstellen. Und Elisa verdient sich einen Punkt. Jammen ist gerade nicht so angesagt, denn, oh Gott, wir haben nur noch ein Simoleon. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so praktisch. So, da uns ja letztens hier diese super-duper-Näpfe gefaked haben, beziehungsweise uns verarscht haben, dachte ich, ist vielleicht noch irgendwo einer, aber ich frage mich gerade, wo Katie, ich meine Elisa, den Wunsch her hat, einen Napf zu füllen. Wenn gar nicht irgendwo ein Napf ist, der zu füllen ist. Versteht ihr, was ich meine? Oh mein Gott. Ja, irgendwie finde ich ja auch wirklich keinen. Weil die standen ja eigentlich alle immer nur im Flur rum. Steht hier noch einer rum, der gefüllt werden müsste, sollte, könnte, will, wie auch immer? Nee, auch nicht. Okay. Ja, Elisa, dann kannst du jetzt einfach mal hier die ganze Wäsche wegräumen. Viel Spaß dabei. So, Katie, du isst, danach räumst du das weg und dann kannst du auch gerne noch das Geschirr von hier draußen wegräumen. Habe ich nichts dagegen. Gott, wir müssen erst mal das Haus hier auf Vordermann bringen, sieht ja furchtbar aus. Ja, Will, du kümmerst dich hier wunderbar um unsere süße Ulla. Das freut mich aber. Yay, und Fläschchen geben. Ja, genau, was ich euch auch noch sagen wollte. Als ich das Spiel gestartet hatte, kam hier gleich die Nachricht, dass sie jetzt wieder hier beste Freunde für immer und ewig sind. Finde ich alles sehr gut. Könnt ihr auch hier so beste Freunde fürs Leben werden? Geht das irgendwie? Geht das von Ulla aus? Das ging doch irgendwo mal einzustellen, oder? Hm, keine Ahnung. So, Ulla, du kannst danach jedenfalls mal schlafen gehen. Wo steht denn... Da steht Dougal. Dann gehst du hier mal rein, Ulla. Viel Spaß. So, dann gute Nacht. Und Will, was machen wir mit dir? Du könntest mal eine Toilette aufsuchen. Gott, wer ist er denn da draußen? Bestimmt so ein Paparazzi. Ach je, so, dann Toilette bitte und ja, eigentlich kannst du dann noch duschen gehen und schlafen, obwohl duschen kannst du, wenn du aufstehst, doch das ist jetzt ein bisschen doof sonst. So, dann leg dich hier mal in die Falle und dann kannst du hier auch gerne duschen gehen, so bitteschön. Katie, du räumst das jetzt weg, sehr gut, dann kannst du eigentlich auch schlafen gehen, wo ist denn dein Bett jetzt schon wieder hin verschwunden? Dahin. So, dann kannst du dich auch hinlegen und Elisa, du bist soweit auch fertig mit dem Wäschewaschen. Das freut mich sehr. Ja, du kannst dich eigentlich nochmal um Weißchen unten kümmern. Mal runtergehen. So, Weißchen, brauchst du irgendwas? Nein, Weißchen, ist alles super bei dir. Was können wir noch machen? Was, genau, wie schaut's mit dem Briefkasten aus? Ja, ich denke, im nächsten Part werde ich auch mal wieder Geschenke von euch annehmen, weil das blieb ja jetzt eine Ewigkeit auf der Strecke. Ich wette, auch viele von euren Geschenken sind schon längst verjährt, sagen wir es mal so. Es tut mir dann wirklich leid für die, die mir was geschickt haben und ich konnte es dann leider nicht annehmen. Wenn nicht, schickt einfach nochmal was, wenn ihr lustig seid oder lasst es bleiben, je nachdem, ob ihr jetzt frustriert seid oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall öffnen, wenn ihr es explizit mit hinschreibt. Aber wenn ich merke gerade, es ist sehr leise hier. Wir sollten mal irgendwo eine Stereoanlage suchen, damit wir hier mal ein bisschen Musik ins Leben bringen. Aber Elisa, eigentlich kannst du jetzt auch schlafen gehen. Dann stehen wenigstens morgen früh mal alle zur gleichen Zeit auf. Und yay, die gute Marcy hat das Merkmal nicht zerstörerisch erhalten. Das freut mich auch. So, wo, da ist eine Anlage. Einschalten. Und wir schalten mal auf hier Geek Rock wieder. Wir können auch mal auf Country schalten. Wir schalten mal auf Country. Wo ist denn das? Das gab's doch hier mal irgendwo, oder? Da, Country.
So, machen wir mal Lautstärke hoch hier, weil wir sind ja hier auf unserer kleinen Farm. Da kann ja auch mal ein bisschen typische Musik dafür laufen. Finde ich zumindest, ne? Yay. Machen wir noch dieses Licht hier an. Und dann haben wir noch die passende Stimmung dazu. Aber auch ein schönes Rot so. Vielleicht sollte ich nochmal umstreichen und alles rot machen, man weiß es nicht. So, was machst du denn da, Pauli? Du bewachst den Napf oder was? Das ist aber. Ups, meine Kamerasteuerung ist wie immer perfekt. Okay, dein Schwanz steckt doch irgendwie in der Mauer fest. Okay. Du hast anscheinend die Schnauze voll jetzt davon. Dann würde ich sagen, geh einfach mal schlafen und leg dich hin, ne? So, haben wir auch irgendwo einen Kauknochen für dich, Pauli? Weil du bist ja momentan so ein bisschen mit der Zerstörung am rumexperimentieren, beziehungsweise am überlegen, was du gerade so damit anfängst. So, dann kau mal darauf rum, wenn du wieder wach wirst. So war das jetzt nicht geplant, dann kau zuerst drauf rum. Okay, alles klar. Und dann stellen wir danach nochmal das Schlafen ein. So, schlaf mal da. So, ich glaube, ich stelle die Musik aber wieder ein bisschen leiser, weil die ist jetzt gerade extrem laut, wie ich finde. Okay, das war nichts. So, kann ich das mit dem Hund überhaupt machen? Ne, mit dem Hund kann ich das bestimmt nicht mehr machen. So, da ist die. Nicht umschalten, sondern Lautstärke ändern auf Mittel. Muss erstmal reichen. So, wie geht's denn der guten Kimber? Ja. Kimber schläft. Seht ihr das? Kimber ist soweit ganz gut auf den Beinen und sieht ein wenig gelangweilt aus. Wie gesagt, könnte daran liegen, dass sie schläft. Ja, Kimber, danach wie hast du? Okay, das ist auch ein Plan. Ich würde sagen, du kannst danach mal herumgaloppieren. Und ja, Ulla geht's auch gut, Dougal, dir geht es auch gut und danach wirst du wiehern. Das sind alles super Pläne, Leute, aber ich würde sagen, ihr könnt danach mal durch die Gegend rennen, wenn ihr wach werdet. Ja, Pauli schläft ja dann nach dem Kauen. Marci schläft jetzt schon. Siehst du, Marci, den kannst du mal auf den Napf fressen hier, wenn du denn wach wirst. Objekt bewachen. Okay, anscheinend ist der Napf doch nicht gefüllt. Okay, das ist anscheinend irgendwie verbuggt oder so. Keine Ahnung, wir ändern das jetzt einfach mal, indem wir einen neuen Napf hinstellen. Am besten mal in allen Etagen. Weil es ist ja blöd, wenn ich den nicht wenn ich den nicht füllen kann und gleichzeitig aber auch nicht, ja, ist ja gut. Mann, jetzt stell ich. Ach ja, wir haben kein Geld. Gott, ich will aber auch nicht cheaten, das ist jetzt auch doof. Gott, was verkaufe ich denn? Ja, wozu haben wir einen Dachboden? Was können wir denn hier verkaufen? Reicht eine Pflanze? Eine Pflanze reicht, oder? So, weg damit. Die muss da nicht stehen. So, dann, stellen wir einfach mal den Napf hier hin. So. Und verkaufen den. Dann haben wir auch wieder Geld. So. Und Napf, komm mit. So. Stellen den da wieder hin. So, dann müsste das eigentlich wieder funktionieren. Dasselbe machen wir nochmal mit diesem Napf hier unten. Weil mehr hatten wir dann, glaube ich, auch nicht. Wir könnten eigentlich noch einen in die unterste Etage stellen. So, weg damit. Und den wieder hingestellt. So. Das müsste erstmal ausreichen. Ja, würde ich sagen, sind wir hier an der Stelle auch schon fertig. Näpfe sind da und man kann sie jetzt auch, denke ich mal, wieder befüllen, nicht wahr, Katie? Ja, das löschen wir jetzt einfach mal. So, Napf hin, da. So, Napf füllen, super. Und Elisa hat ja denselben Wunsch gehabt. So, dann müssen wir noch eine Etage höher. So, und dann kannst du auch noch hier den Napf füllen. Tada! So. Marci hat jetzt ausgeschlafen, wie es ausschaut. Ich würde einfach mal sagen, du kannst noch länger schlafen, meine Liebe. Noch ist es nicht früh am Morgen. So, und dann nehmen wir mal den Napf hier hinten und dann kannst du auch noch aus dem Napf fressen. Oder ging das gerade mit dem aus dem Napf fressen nicht, weil sie geschlafen hat? Kann das vielleicht auch sein? Ach, schon ein Trottel. Ach, verdammt. Ach, Mio. So, Will will auch Näpfe füllen. Tolle Sache. So, jetzt läuft ja auch alles ein wenig schneller. Ich mache mal kurz Pause, weil das kam gerade ein bisschen überraschend hier. So. Okay, die Zeit steht gerade irgendwie. Das ist auch sehr interessant. So, jetzt ist es auf einmal 1:30 Uhr. Naja, dann machen wir weiter so. So. Au, wow. Du hat auch wieder Level 2 der Geschwindigkeit, also der Rennfähigkeit, bestritten. Und Pauli ist nicht zerstörerisch. Mensch, das freut mich aber. Ja, Pauli geht's gut, Marci geht es gut, Marci wird ja danach auch Snap fressen. Wer ist da denn jetzt gerade wach geworden? War das Katie? Das war Katie, oder? Okay, jetzt wackelt gerade das Bild.
Katie, was ist los? Wo bist du hin? Ah, okay, ja genau, Katie wollte ja den Napf füllen, mein Fehler. So, ich würde sagen, du kannst du mal duschen gehen, Katie, bevor hier Will wach wird und dir die Dusche klaut. Gott sei Dank hat dieses Haus so viele Badezimmer. Okay, vielleicht sind die Badezimmer auch ein bisschen übertrieben in der Anzahl, aber hey, hier kann man sich wenigstens viel waschen, ne? So, was musst du denn eigentlich noch so machen? Eigentlich musst du gar nichts machen, Katie, außer nachher zur Arbeit gehen. Dann würde ich sagen, kannst du noch so ein bisschen morgendliches Workout, kannst du noch ein bisschen trainieren gehen, danach kannst du gleich nochmal duschen gehen. Okay, du hast auch ein fabelhaftes Make-up drauf gerade. Wahnsinn. Will ist dann auch fast fertig. So, Lisa ist jetzt auch wach. Ja, meine Liebe, dann kannst du hier eigentlich mal auf Toilette gehen und duschen. Kannst du das schon säubern? Ja, yep, natürlich. So, dann kannst du unten mal Frühstück machen. Was hältst du denn davon, meine Liebe? So, Reste essen. Nee, Reste essen nicht. Frühstück machen wollte ich. Waffeln. So, bitteschön. Ja, das Sommerfest können wir auch mal besuchen. Ja, gut. Du gehst trainieren. Will wird gleich wach. Ulla, wie geht es dir? Ulla will sich bewegen. Na Mensch, Ulla, den Wunsch können wir dort auch erfüllen. So, eine Etage tiefer, bitte. Ulla, wo bist du? Mensch, die kleine Ulla ist so klein, dass wir sie gar nicht sehen. So. Ulla, danach kannst du mal herumgaloppieren. Wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ja, gut. Kimba hat gerade den ähnlichen Drang. Ich denke, Dougal geht's besser, weil der ist ja jetzt schon gerannt, stimmt. So, Pauli, dem geht's auch soweit gut. Der kann sich danach mal ein bisschen mit Marcy beschäftigen. Das wäre auch nicht schlecht. So. Katie, wie sieht's denn hier mit deinem Training aus? Schaut es schon besser aus? Yay, das schaut doch schon mal super aus, Mensch. Warte, wir machen das nochmal so und dann machen wir das. Nein, das war das Falsche. So, ich will wieder runter. Lass mich runter. So, dann schalten wir das mal hoch und dann machen wir mal den hier. Und dann fahren wir mal ein wenig durch die Wand. Das klingt auch ein bisschen lustig. So, oh Gott, ich kann nicht weiter. Das ist doof. Okay, meine Kameraführung ist mal wieder total ne, für nichts. Wahnsinn. So, warte, dann drehe ich uns mal hier so rein. Dann gucken wir einfach mal von hinten. Wie sie. Oh Gott, sie hat ihr Reitoutfit an. Naja, so kann man auch Sport machen. Ist ja nicht so verkehrt. Ach, herrje. Ja, ich würde auch so lachen, wenn ich mich hinpacken würde. Aber schon okay. So, dann haben wir das auch wieder erledigt. Will, du bist duschen. Sehr gut. Und Elisa geht unten Essen machen. So, Katie, dann kannst du gleich wieder nochmal so. Ach, geh einfach mal baden, wenn du mit Trainieren fertig bist. Kannst du dir ruhig mal gönnen danach? So, aber wie schön die Sonne da reinscheint, ne? Ist ja hübsch. Ist da so ein toller Sonnenaufgang? Schauen wir doch einfach mal. Ups, wo du, 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 du. Ja, ist ein schöner Sonnenaufgang. Was ist denn dahinter noch? Ach, eine Wolke ist dahinter. Das schaut auch schön aus mit diesem Fluss, See, Ufer, keine Ahnung, was das ist. Ah, unsere bescheidene Nachbarschaft. Wie schön ist sie doch, ne? Schöne Nachbarschaft. So, wo ist unser Haus jetzt? Okay, das ist das unser Weg. Wo sind wir da eigentlich? So, ich gehe mal hier raus, sonst finden wir uns nie wieder. Okay, wir sind ein bisschen abhanden gekommen, aber naja, das macht ja nichts. So, wir sind wieder im Haus. Ah, ich war mit meinen Kamerafahrten hier. Ey, ich sollte das auf keinen Fall beruflich machen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. So, und wir haben auch schon unseren ersten Fähigkeitenpunkt mit Katie erreicht. Sehr gut. Nein, nach China möchte ich erstmal nicht reisen, obwohl ich dafür wäre, dass wir mit Familie Rogers auch mal verreisen. Wäre bestimmt auch ganz lustig. Ja, bezüglich meiner Frage, ob wir studieren gehen sollen oder nicht, war das sehr ausgewogen. Manche von euch wollen, dass wir studieren gehen, andere wiederum nicht. Ich bin eigentlich dafür, dass wir nicht studieren gehen. Dieser mehr oder weniger Mehrheit werde ich mich anschließen, weil ich einfach denke, dass ja, dass es irgendwie blöd denn ist, weil ihr auch die Argumente gebracht habt von wegen, ja, was ist mit den Tierchen und so. Und das sehe ich eigentlich fast genauso, weil wir sind ja hauptsächlich wegen den Tierchen hier so gerne bei den Rogers. Und wenn wir dann studieren gehen, geht die Thematik irgendwie verloren. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte ihn noch schnell safen, aber war nicht so schnell, wie ich wollte. Ne? So, und deswegen bleiben wir einfach dann bei der Familie Rogers hier auf dem Grundstück, auf dem Anwesen und leben erstmal die Story weiter. Und wenn es das zu langweilig wird, kommt ja spätestens Inselparadies und dann wandern wir aus. Keine Ahnung, machen wir hier die Auswanderer. Familie Rogers hatte die Schnauze voll vom Landleben und zog an den Strand oder so. Keine Ahnung. So, Gärtner, nein, machen wir weg. Sommerfest kannst du gehen. So, und komm mal runter, dann kannst du dir auch was zu essen holen. So, Essen ist fertig, Teller nehmen. So, Elisa, du kannst dir selber mal einen Teller nehmen. Du solltest ja nicht nur machen, du kannst auch was davon essen.
So, Katie, bei dir gilt Ähnliches. Okay, du kannst danach auch nochmal gleich auf Toilette verschwinden. So, dann kannst du ja auch nochmal die Betten machen. Nein, nicht im Bett von Will schlafen, du sollst einfach nur das Bett machen. Mensch, ihr steht ja hier wieder auf und lasst alles liegen. Und yay, das Sommerfest ist in der Stadt. Wer hätte es gedacht? So, und weg damit. Tada. So, sie geht baden, sie geht auf Toilette, sie macht die Betten und dann kann sie auch hier runterkommen und sich einen Teller nehmen. Yay. Danach die Reste wegstellen. Partybürsten ist eine gute Idee, können wir machen. Ja, irgendwie kommt mir das so vor, sobald hier irgendeiner sitzt, gehen die anderen alle raus. Oder Will findet es draußen einfach schöner, man weiß es nicht. Nicht wahr, Elisa? Will immer verschwindet hier und dich hier alleine essen lässt. Würde mir ja gar nicht gefallen. Aber die Blume ist schon echt cool, oder? Ich mag das Blau von der Vase zwar nicht so richtig, aber so sieht die ja gar nicht so verkehrt aus. So, ist eine Orchidee bestimmt, ne? So, Teller nehmen, aufräumen. Dann räum mal weg, Elisa. Und dann ist auch erstmal Ende im Gelände, denn unsere 15 Minuten sind rum. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Familie Rogers Part 9. Ja, gut. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.